Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Auf den Punkt» mit mir und Jeffrey Verbuzzi. Das letzte Video ist kontrovers kommentiert worden. Heisse Kommentare habe ich lesen. Über oder fast 350 Kommentare. Jetzt wollte ich nicht komplett was Neues machen, sondern ich gehe noch auf eure Kommentare. Wieso kann ein Flüchtling überhaupt reisen? Und wenn er ins Heimatland reist, wieso merkt das niemand? Das Zweite, von wo kommen eigentlich alle Flüchtlinge? Was sind genau die Gründe? Auch in Afghanistan oder in Syrien. Und dann, was kostet unserem Flüchtling, der einwandert ins Sozialsystem, der nicht schafft auf die nächsten 60 Jahre. Da haben wir schockierende, aber auch spannende Zahlen. Wenn ihr es wissen und in Erfahrung bringen, dann bleibt dran. Ich fange gerade mal an mit dem Punkt Reisen. Ich bin auf flüchtlingshilfe.ch. Dort hat es extrem viele Angaben rund um die ganze Thematik. Beim Thema Reisen ins Ausland. Es ist nämlich so, dass ein Flüchtling, egal ob anerkannt oder nicht, hat das Anrecht, um einen internationalen Reiseausweis zu beantragen. Das ermöglicht ihm die Reise in ein Drittland. Jedoch ist es verboten und illegal, wenn ein Flüchtling in sein Heimatland reist, wo er ja an Leib und Leben bedroht ist. Doch warum haben wir so ein Problem, um genau das festzustellen, ob jemand ins Heimatland gereist ist oder nicht? Andere Länder, andere Seiten. Man weiss zum Beispiel, der syrische Grenzschutz, der stempelt den Pass nicht ab. Also wie soll man dann bei der Rückreise nachvollziehen können, wo diese Person genau war? Oft reist man auch absichtlich in ein Nachbarland, wo man legal einreisen kann und wandert dann über ins Heimatland. Also wieder, man kann es nicht nachvollziehen. Lösungsvorschlag von mir, Seite, und das ist meine Meinung. Ich persönlich würde ein Reiseverbot aussprechen von Flüchtlingen in der Schweiz. Warum? In dem Land, wo sie herkommen, sind sie Leib und Leben bedroht. Das bedeutet, jeden Tag hat man Todesangst, Angst vor Folter, Angst vor Verfolgung. Jetzt ist man an einem Ort, wo es einem gut geht, wo die Leute auf einem schauen, wo man weiss, da habe ich Schutz, da bekomme ich das Geld. Also gebe ich doch das Geld auch wieder da aus, bringe es da in Umlauf, bleibe da in dem Land, tue etwas zum Allgemeinwohl, aber ich muss ja dann nicht unbedingt umreisen. Dann hätte man nämlich auf einen Schlag auch die ganzen Missbrüche geregelt und unterbunden. Von wo haben wir dann eigentlich die Flüchtlinge in unserem Land? Die letzte Sendung ist es gesagt worden, Eritrea ist ein sehr grosser Player in diesem ganzen Spiel. Aber wir haben auch viel aus Afghanistan, weil dort die ganzen Taliban ihr Unwesen treiben, da haben wir viel aus Afghanistan, die kommen. Und wir haben auch viel von Syrien, die kommen. Weil damals haben wir mit dem Islamischen Staat ein grosses Problem gehabt und darum sind viele geflüchtet. Doch jetzt was machen? Wir wissen, dass zum Beispiel durch die Intervention der Amerikaner der IS grösstenteils fast vollständig zerschlagen ist. Jetzt gehen viele Leute zurück nach Syrien, die Verwandten besuchen. Doch wenn sie dann auch dort bleiben oder wenn sie dann gerade wieder zurückkommen in die Schweiz, ist ja eigentlich klar. Warum möchten sie dann auch wieder zurückkommen in die Schweiz? Und da habe ich sehr interessante bzw. schon schockierende Zahlen. Die Weltwoche hat nämlich von Sozialversicherungsexperten mal etwas ausrechnen lassen. Wir nehmen eine Syrerin, 25, die in die Schweiz reist und da ins Sozialsystem einreist. Wenn jetzt die Syrerin 20 Jahre AHV-Minimalrenten bekommt, wenn sie pensioniert ist und bis zu der Pension Sozialhilfe bezieht, dann haben wir am Schluss ein Ergebnis von etwas mehr als 2 Millionen Franken pro Kopf. Also das sind immense Zahlen, die am Schluss die Steuerzahler, also du und ich, irgendwie aufbringen müssen und das bei steigenden Zahlen. Wir haben nämlich etwa 20'000 so Fälle. Und wenn man das einmal umrechnet, sind wir bei über 40 Milliarden Franken. Also man muss sich einmal die Zahlendimension vorstellen, die auf uns zukommt, die wir verarbeiten müssen. Und wenn wir dann sehen, die Weltbevölkerung, wir haben das Beispiel mit Afrika, wenn man nämlich damit rechnet, dass in Afrika in den nächsten Jahren die Bevölkerungszahl von
von 1,3 auf 2,5 Milliarden steigt, dann kann das schon besorgniserregend sein. Und dann muss man sagen, wir müssen auch das Problem irgendwo in den Griff bekommen in der Schweiz und können nicht jeden aufnehmen schlussendlich, weil es ihm da besser geht, weil er da die bessere Leistung bekommt. Also 2 Millionen, da muss man dann zuerst mal ein Land suchen, wo er so etwas aushändigt. Was dann noch dazu kommt, das ist zum Beispiel der Gratis-Zahnarzt oder Integration für Kind, gratis im Fußballverein, gratis ÖV-Billett, um den Weg zu erleichtern. Also die Zahlen, da wird noch, da kommt noch einiges oben drauf. Und das, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, muss man anschauen und teilweise muss man vielleicht dieser ganzen Situation auch mal den Riegel schieben. Doch, es ist schwierig, weil es ist klar, dass natürlich ein Teil von der humanitären Gesinnten, ich sage jetzt mal vor allem aus dem linken Spektrum, die wissen auch, so mehr wir reinholen, so mehr wir integrieren, einbürgern, umso mehr Wähler haben wir am Ende des Tages. Und auch die florierende Asylindustrie, die da ein Millionen-Milliarden-Imperium aufgebaut hat, bin ich nicht 100% sicher, ob man da es so extrem dafür schafft, dass es weniger wird. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ist das letzte Video zu diesem Thema. In einer Woche schwätzen wir wieder über etwas anderes, wo ich ganz genau weiss, es bewegt sie und es bewegt mich. Wir sehen uns in einer Woche. Das war es mit Auf den Punkt mit mir und Jeffrey Verpozzi.